Willkommen aus München, wo wir von Phone Salesman hier ein Wireless Charger bekommen haben, und zwar der Keystone. Wird Keystone geschrieben, also Q-E-Stone, kostet um die 55 Euro und denkt euch jetzt ganz schön teuer für einen Wireless Akku bzw. einen externen Akku mit nur 4000 mA. Aber der Keystone von Phone Salesman gehört zu den ersten, die wirklich sehr kompakt sind, sehr schön gebaut sind und die einfach kabellos euer Produkt aufladen können und wirklich tatsächlich klein sein können. Und ja, die Verpackung, wie ihr sehen könnt, recht simpel, so wie auch schon das Coolpad und andere Produkte von Fold Salesman, die hauptsächlich sich mit Wireless Charging-Geschichten sich beschäftigen, sehr klein sind. Und das hier ist die graue Version, hier ist zwar die schwarze drauf, aber wenn wir das Ganze hier gleich aufmachen, seht ihr hier auch schon diesen schönen Stein. Und wenn ihr euch jetzt denkt, okay, ist zwar designt wie ein Stein, aber fühlt sich das auch so an? Genauso fühlt sich es an wie auch schon beim schönen OnePlus One. Da haben wir auch diese angeraute Oberfläche. Das fühlt sich überhaupt nicht an wie Plastik, ist natürlich aber trotzdem Plastik. Und gleich dann dazu mehr, was das so kann. Wir haben dazu trotzdem noch eine kleine Tasche mit dabei. Immer sehr schön, damit wir das unterwegs vielleicht auch mit dem Smartphone dann zusammen da reinpacken können, damit die ein bisschen näher aneinander sind. Dann trotzdem noch ein Micro-USB zu USB-Kabel, denn wir können auch trotzdem per Kabel das Ganze anschließen an unser Smartphone oder natürlich auch über Micro-USB aufladen. Irgendwie muss auch der Strom dann dran, aber auch das Laden über Wireless Charging ist möglich. Und wir haben sogar noch ein Kabel mit dabei, etwas länger, also wir haben ein kurzes und ein langes dabei, sehr cool, hier von der Firma. Dann eine kurze Anleitung: Keep calm and carry a Keystone. Probieren ein bisschen witzig zu sein, hier die Asiaten, hier die ganz kurze Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Und natürlich auch nochmal hier auf der Rückseite, wie viel Strom ausgegeben werden kann an verschiedene Produkte. Zum Beispiel per USB 2.0 können wir bis zu 1 Ampere bei 5 Volt ausgeben. Und ansonsten über Wireless Charging ist, glaube ich, auch 1 Ampere möglich. Und genau, wenn das Gerät voll aufgeladen ist, dann schaltet sich der Keystone auch automatisch aus nach 30 Sekunden. Hier nochmal eine Garantiekarte ist sonst in der Verpackung drin. Und was auch noch sehr schön ist, wir haben hier verschiedene kleine Adapter mit drin. Einmal, damit ihr hier sehen könnt, okay, wir haben hier einmal ein kleines Werbepamphlet, und ihr sollt das Ganze auf Amazon bewerten natürlich. Aber dazu auch noch in, glaube ich, jeder Verpackung mittlerweile, denn in dem Coolpad war auch eins mit dabei, so kleine Abdeckungen für euer Micro-USB-Port. Und zwar schaut das Ganze so aus, einmal in weiß, einmal in schwarz. Ich glaube, ich brauche es nicht näher zeigen, sind einfach so kleine Mini-Dinger, die ich zum Beispiel mein LG G3, was ich hier in schwarz hier habe, hier reinstecken kann. So Gummi, und dann ist hier das entsprechend abgesichert, damit kein Staub reingeht, denn wir brauchen es an sich nicht mehr, außer wir wollen Daten übertragen. Und was hier auch noch dabei ist, weiß gar nicht, wofür das hier sein soll, it's a smart button for Android 4 Phones. Ah, sehr genial, dafür gab es einen Beitrag irgendwo, ich glaube auf Kickstarter. Mit dem Knopf haben wir einen weiteren Knopf, den wir benutzen können. Können wir unser Kabel an unser Kopfhörerkabel hier dran machen. Ich hoffe mal, meine Kamera will hier fokussieren, wenn ich das ein bisschen näher dran halte. Genau, so schaut das Ganze aus. Ein Knopf, den wir drücken können. Und das funktioniert dann einfach, indem ihr die Click-App runterladet und dann das Ganze benutzt. Und ich werde das gerne mal probieren und dann entsprechend nochmal separat dazu ein Video machen. Bin schon gespannt. Das ist dafür da, falls ihr an eurem normalen Kopfhörern zum Beispiel keinen extra Knopf dran habt oder ihr wollt mit dem Knopf euer Smartphone aufwecken oder ähnliches. Dafür gibt es dann die App, und das sollte, glaube ich, dann per Bluetooth 4.0 hier einfach kommunizieren. Nehme ich mal an. Ich bin mal gespannt, wie es dann tatsächlich funktioniert. So, jetzt weiter hier zu dem Keystone. Also wir haben hier diesen schönen Stein, der ein Ausgang hier hat, natürlich 1 Ampere bei 5 Volt, habe ich ja vorhin erzählt. Hier können wir das Ganze aufladen, wenn wir es nicht kabellos aufladen wollen. Eine kleine LED ist hier auch noch unten dran, sieht man gerade nicht. Und wir haben hier vorne 4 Status-LEDs, die übrigens auch hier entsprechend mit, ich glaube, einem Double-Tap genau nochmal anzeigen können, wie voll das Ganze ist. 4 LEDs blinken hier, heißt, es ist komplett voll, die 4000 mAh pro Pünktchen natürlich dann 1 Ampere. So, wenn ich jetzt einfach das LG G3, das an sein muss, hier drauf geht hier unten die kleine blaue LED an, und das G3 zeigt mir hier an, es lädt hier wireless auf. 34% haben wir bei dem G3 gerade, und das blaue Ding hier unten indiziert uns, dass das Ganze natürlich geladen wird. Geht nicht
an, aber wenn es an der falschen Position liegen würde, dann würde es uns natürlich auch entsprechend zeigen. Und schon wird das geladen und das Schöne ist, ich könnte jetzt trotzdem das Schießtor, wenn ich jetzt einmal zu Hause bin und das später einfach mitnehmen möchte, aber auch sicher gehen will, dass das Schießtor maximal aufgeladen ist, hier das Ganze auch wireless aufladen mit zum Beispiel dem Wireless Charger von Phone Salesman, dem Coolpad. Und zwar ganz einfach so, glaube ich zumindest. Und rein theoretisch können sich auch zwei Schießstones gegenseitig laden. Vielleicht andersrum. Auf jeden Fall kann es auch wireless aufgeladen werden mit einem externen Wireless Charger. Natürlich funktioniert das bei Smartphones, aber natürlich bei den Schießstones ist das wirklich praktisch, dass ihr das tatsächlich unterwegs auch benutzen könnt. Was natürlich auch sehr gut sein kann. Und ja, genau, so kann das entsprechend auch geladen werden. Genau, und das war es auch schon hier mit dem Unboxing und sozusagen Test des Schießtone von Phone Salesman für 55 Euro. Eigentlich ein ganz schönes Produkt. Vor allem, es fühlt sich super an und ist auch nicht mal schwer. Und im Vergleich zu anderen 4000 mAh Akkus wie dem hier auch überhaupt nicht größer. Im Gegensatz, es ist flacher und natürlich etwas länger, aber da ist natürlich auch ein bisschen mehr Technik drin. Und entsprechend, das war es auch schon, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.